kleine Runde. Noch ein paar schöne Bilder machen. Nächste ist dann Malle, oder? Ja, oh ja. Ja, Mallorca. Und? Jetzt machen wir mal gleich mal bei Mallorca, oder? Bootssuche. Ah, ach so. Ja, wenn wir dann zu den verschiedenen Marinas fliegen und wäre eine Sache, oder? Hello and welcome to Sailing Pilots Season 3. Now it's time to search for the boats and our first destination in Europe will be Mallorca Island in Spain. So let's see if we find a boat there we can use to sail around the world. Enjoy the show. Good morning, everybody. Ah, that's nice, a coffee in the morning. Yeah, sorry for my voice. I coughed a little cold and yeah, it's really on a sailboat. No, it's not from the sailboat. It's I think one of the beers last night at Mel's pub was, I think the last one. Yeah, I think the last one was the bad one. Yes, we are in Spain, and as I told you, the best way to find a boat, and people told me and old captains, go to the marinas and walk around, watch, go for boats, look at boats, what's there, and there are lots of boats for sale. Just go look at boats. Yeah, just look at boats. It's back to relax. Yeah. Just look at boats, all right? And maybe, and eventually, if you stay with it, a boat will talk to you and get their ass off the couch. Don't obsess on the thing. The boat will talk to you. There's a nice chance always in the marinas to find boats for sale. So lots of owners sell their boats at the end of the year if the season ends, and this is a good opportunity to let's say find cheap boats. How do you get out on a water for very little money? What's the cheapest you ever paid for a boat? Free. And on the boats you see this little sign, Sevende, here in Spain, and with the phone number of the owner, and just call the owner and say, I found your boat, you will sell it, and let's talk about it, and may I visit it, and they will come to the marina and you can see the boat and talk about the price and all that stuff. Yeah, let's go, let's have a walk in the marina, try to find a boat, and I would say wonderful opportunity, seize the adventure. And it is an adventure. Oh no, Mallorca was welcoming us with gale force winds, heavy rain. It was so cold to be outside. We'll be right back.
Okay, here we are in Palma de Mallorca and at the Royal Yacht Club. And now let's see if we can find a boat to buy, or if we find any boat for sale. So, because it's not much to see here for sale. So lots of boats, of course, but not really much with any Sevende signs on it. Oh, let's see. Okay, enjoy the video. Das ist jetzt, genau, das steht hier jetzt schon ewig rum. So, das steht hier schon ewig. Das siehst du auch. Da hat schon lange keiner mehr etwas dran gemacht. Ja, und das ist das Problem. Das Problem hier ist das da. Das Tick-Tick. Das ist komplett fertig. Das heißt, das ganze Boot ist schon durchweicht, oben das Deck. Ja, da läuft das Wasser rein. War mal ein schönes Boot. Ja, mal. Kannst du halt eigentlich nur noch verbrennen. Schade. Das war mal ein richtig cooles Boot. Ja, ja, das ist, guck mal, wie breit das ist. Ja, hier kostet richtig Asche. Marina. Das sieht es dann gleich. Das sind so die älteren mit einem Ruder, mit dem Sendercockpit, und die mit den Doppelrudern, das ist der neueste Blödsinn. Ja, das ist alles schön und gut, aber damit fährt man nicht das Meer. Weil das ist alles offen. Guck, es ist alles offen. So, und das ist geschützt hier. Ja, das ist geschützt. Da bist du einfach safe. Ja, aber hat wieder ein Tick-Tick. Tick-Tick ist immer irgendwo Katastrophe. For sale! Da! For sale! Eine Dufour 460. Das ist schon was Älteres. Ist zu verkaufen hier, Leute. Das kannst du kaufen. Dort ist zu verkaufen. Sevende. Ja, liegt auch schon öfters hier, schon länger. Sieht man dran, ist nicht so gepflegt. Hinten am Ruder. Schon länger am Wasser. Da muss man ein bisschen was dran machen. Ja. Das dümpelt hier schon eine Weile rum. Ja, das sind so. Ah, so 26 Fußboote, das ist, so, ich hab mal, also wenn ihr hier so ein bisschen grusen wollt, dann könnt ihr das hier Sevende da, das ist zum Beispiel, da, so ein bisschen spazieren segeln.
Let's go. This is a place moving where they have the big boats, the really big boats. Okay. If you have too much money, if you want to spend a lot of money, you're a billionaire before, then you buy one of these boats and then you will be a millionaire. Yeah. That's it. That's the place for the boats. Where the millionaires and the billionaires buy and park. Yips. So enjoy the show. But eventually I found one of the dream boats I would like to buy, but the owner did not give her away. Hallo ihr Lieben, ich bin hier im Yachtclub in Palma. Ich habe hier gerade meinen Nachtisch. Mein Kaffee, das habe ich festgestellt, hier im Yachtclub, die Besitzerin von dem Kaffee hier, die ist aus Deutschland und es gibt Mettbrötchen, richtige echte Mettbrötchen. Jetzt gehen wir mal rum, mal zeige ich mal. Das ist jetzt erstmal der Nachtisch, ein Kaffee dazu. Und jetzt kommen nochmal Mettbrötchen. Das ist ein guter Platz hier. Das ist interessant, das ist so ganz am Ende vom Pier. Hier sind dann die Boote. So sieht das hier aus. Sieht das hier aus. Und hier kann man wunderbar sitzen, weit weg von allen Touristen auf Mallorca. Direkt am Wasser, direkt im Yachthafen. Das ist genial. So, let me show you at the end of the video some beautiful impressions of Mallorca Island. It's a nice place to live, and some years ago I lived on the island. And believe me, it's not only a place to be there with a boat. Mamacita,
is gonna see. Okay, I'm a volcano. I am a volcano. Yes. The sailing pilots are in Tenerife now, and we have a great sunshine and beautiful ocean, and we'll be here for some days now, going around and showing you the beauty of this island. And yeah, Tenerife is the place where you start before you go to the Caribbean islands. But it's beautiful here, sure, for sure. Yeah, okay. See you later. Bye for now.